So, hallo. Ich könnte gerade an die Decke gehen. Ich habe, schaut euch die Datei an. 1 Stunde 35 auf. OBS hat, ohne mir irgendwas mitzuteilen, einfach die Audioquelle mal wieder umgestellt. Ich habe nicht von meinem Mikrofon aufgenommen. Ich habe nicht mal Ingame-Sound. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Literally nichts. Kein Ton, kein gar nichts. So. Ich schmeiß das aber nicht weg. Ich schmeiß das nicht weg. Wir gehen jetzt gemeinsam einfach ein bisschen durch diese Aufnahme hier durch. Ich sag ein bisschen was dazu. Ich skippe ein bisschen durch. Und es ist vielleicht viel besser, weil ihr werdet sehen, ungefähr so ab hier. Kann man sowieso alles in die Tonne treten. Spielerisch. Naja, spielerisch. Ja, also, ihr werdet sehen. Lasst euch ein bisschen berauschen. Ich führe euch jetzt durch meinen Leidensweg. Ich habe den Part genannt von der Motivation zur Verzweiflung in einer Stunde. Und ja, ich bin leicht verzweifelt an einem Level. Aber ja. Jetzt bin ich noch mehr verzweifelt, weil die Aufnahme einfach Müll ist. Weil kein Ton da ist. Das ist fantastisch. Das ist ein ganz fantastischer Abend. Ich freue mich. Gut, ja. Ich starte die Aufnahme. Ich starte nicht die Aufnahme, aber. Ja, also ihr werdet auch nur mich jetzt ein bisschen hören. Ich könnte eigentlich. Mache ich die Kumo-Playlist an. Na? Dann haben wir ein bisschen Musik bei. Auch nicht. Ah. Nimmst die Musik auch auf jetzt? Ja, jetzt gibt's wieder Ton. Also, ich könnte so, ne? Ich versteh's vor allem nicht. Ich versteh's vor allem nicht, warum er plötzlich auf Standard-Audio-Einstellungen gegangen ist. Und das ist halt nicht mein USB-Headset. Ich raff's nicht. Hab genauso aufgenommen wie sonst auch. Egal. So. Wir haben gestartet mit, ich bin wieder auf New Levels. Vielleicht gehe ich da jetzt auch gleich drauf. Oder ich quatsche erst noch 3 Jahre. Ich weiß es nicht, was ich da getan habe. Gehe ich gleich drauf oder quatsche ich noch 3 Jahre? Okay, ich gehe gleich drauf. Und dann habe ich gesehen, es gibt ein neues Level von Echo Mask. Und dann bin ich erstmal da rein. Und habe aber erstmal vorher gesehen, dass da eine sehr nette Beschreibung ist. Shoutout to Konnenkund88. Übrigens sind jetzt zwei Mausfinger hier. Das ist meine Maus und das ist die Maus des Spiels. Also die kleine, die große ist die Maus des Spiels und die kleine hier, die sich viel mehr bewegt, ist die Maus, mit der ich zeige. Das heißt, die bleibt auch hier. Ne? Da ist jetzt mein Ding. Ja, Shoutout to Konnenkund88, an den Incredible German Content Creator. Vielen Dank. Man sieht, wie incredible dieser Content Creator ist, dass er nicht mehr mit Ton aufnimmt. Aber hey, gut. Ja, das Level können wir uns jetzt eigentlich mal vollständig angucken. Es geht halt los, dass man da rüberspringen muss, dann wird man da rumgedreht. Und das Level war an sich ganz cool, muss ich sagen. Was ich machen könnte, wartet mal kurz. Ich habe doch hier beim VLC-Player die Möglichkeit, Wiedergabe schneller zu machen. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Tempo. Gleich geht's weiter. Ich weiß nicht, ob der die Dings mit aufnimmt, hier die Kästchen. So, ja, jetzt ist es ein bisschen schneller. Ihr seht also, na, man muss hier dann mit dem Fallschirm da oben entlang schweben. In dem Wasser bekommt man seinen Sprung zurück. Dieses Wasser hier. Da kommen wir im anderen Level nochmal drauf zurück. Da habe ich böse, böse gefailt, was mir eine halbe Stunde umsonst Spielzeit gekostet hat. Aber ja, ich habe ungefähr.
ich glaube, da habe ich noch so ein bisschen drüber geredet, dass ich ja eigentlich kein guter Content Creator bin, weil ich meine Videos nicht schneide, ne, und dass man mittlerweile eigentlich, selbst wenn man noch Let's Plays macht, dass die meisten eigentlich alle so einen Typ haben, der ihnen die Videos schneidet, aber ich das halt nicht mache und ich auch irgendwie nicht so, ich fühle nicht so wirklich dieses Schneiden. Weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da so ein bisschen drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, was genau ich drüber geredet habe. Dann habe ich drüber geredet, dass ich glaube, lediglich Gronkh ist einer der wenigen, die noch wirklich relativ roh ihre Sachen hochladen. Aber auch da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und früher habe ich viel Gronkh geschaut. Mittlerweile schaue ich viel Hübi. Also Hübi LP, falls der euch nichts sagen sollte. Da habe ich dann auch ein bisschen drüber geredet, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich alles gesagt habe, was echt ärgerlich ist, weil es eigentlich ein schönes Thema war. Aber ja, ihr seht vom Level her, da muss ich die Knöpfe an der Seite anschießen, das bemerke ich auch gleich. Jetzt schieße ich die Knöpfe an und dann muss ich da noch überspringen zu dem Checkpoint. Also das Level hier war nicht sonderlich schwierig, ne? Das Level war ganz schön, muss ich sagen. Da auch nochmal, wie gesagt, danke fürs Lob, auch wenn ich mich nicht als guten Content Creator sehe, also überhaupt nicht. Aber es ist okay. Und jetzt kommen hier die Schilde und die Schilde muss man einsetzen, um da durchzukommen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, aber dann kann ich doch hier direkt durch den Laser einfach mit dem Schild durch. Und habe erstmal getestet, ob man denn mit dem Schild durch den Laser kann. Und wie ihr seht, kann man nicht. Also der Schild verhindert, der Laser verhindert den Schild komplett. Das heißt, damit kann man nicht rumtricksen, was an sich somit ganz gut ist. Ja, jetzt muss man nur noch darüber kommen. Das Level an sich war jetzt nicht schwierig, aber sehr schön. Ja, da hab ich nur mal getestet, ob man sich zerquetschen lassen kann. Und die Antwort ist ja. Man kann sich zerquetschen lassen. Und ja, damit sind wir durch. Ich habe da gar nicht gesehen, dass er ins Ziel kommt und war ganz überrascht, als ich plötzlich im Ziel war. Aber coole Sache. So. Dann sind wir weitergegangen und ich habe das Level Catch-Up entdeckt. Und dieses Level, habe ich vorhin gesagt, ab 20 Minuten wäre alles umsonst gewesen. Ab 8 Minuten ist alles umsonst. Denn dieses Level beschäftigt uns jetzt den gesamten restlichen Part. Euer Vorteil, ich muss drüber reden, ihr könnt euch zurücklehnen, ich suche euch die interessanten Stellen raus. Also erstmal müssen wir das Level kennenlernen. Erstmal lasse ich es wirklich einfach laufen. Ich mache es auch immer, glaube ich, wieder ein bisschen langsamer. War gerade doch ein bisschen altfix. Langsamer. So. Ja, gehen wir da rein. Wenn man hier drauf läuft, fährt die Plattform los und das Level heißt Catch-Up. Man kann sich dann an der Stelle schon denken, sondern ich habe mir dann schon gedacht, okay, es geht darum, dass man die ganze Zeit die Plattform verfolgen muss. Ja, dann hat man hier zum Beispiel eben, muss man da hochkommen, dann muss man da rüber und so weiter. Am Anfang war ich super motiviert, habe gedacht, okay, das Level sieht durchaus machbar aus. Das scheint auch recht viel Spaß zu machen. Ja? Wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen zu. Vielleicht fällt mir ein bisschen was ein, was ich dazu reden kann. Ansonsten hört ihr einfach jetzt ein bisschen Musik und könnt mir hier zuschauen beim Gameplay. es tut mir echt leid. Also, es tut mir Wahnsinn. Es ist so eine schlimme Aufnahme. Ach nee, ich habe am Anfang, bevor wir über Hübi geredet haben, gut, da kann ich jetzt auch während des Spiels drüber reden. Bevor wir über Hübi geredet haben, habe ich darüber geredet, dass ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich wann aufnehmen soll, weil nämlich morgen am 31. März das neue Isaac rauskommt. Also das nächste DLC, was eigentlich kein DLC ist, weil es so groß ist wie ein eigenes Spiel. Aber es gehört zu der Rebirth-Umgebung. Repentance oder so heißt es, oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Und das müsst ihr jetzt also auch mal bringen. Und jetzt habe ich Hyrule Warriors, ich hab Isaac, ich habe theoretisch das hier. Ich weiß nicht, was ich wann wie aufnehmen soll. Wir werden sehen. Aber da habe ich so ein bisschen drüber philosophiert. Ja, genau. Und ihr seht schon, wenn man jetzt hier drüben ist, kann ich eigentlich mit Space stoppen. Ah, perfekt, wir machen es wie eine Reaction. Wenn man hier drüben ist,
Dann muss man hier auf der Plattform wieder landen und sammelt hier den Sternen, dass man wieder springen kann. Soweit erstmal, ne? Ah, jetzt sterbe ich da, okay. Und wenn ich das jetzt habe, dann kann ich zwar einmal springen, aber dann war es das. Da war ich erstmal ein bisschen irritiert, was ich tun muss. Wenn man jetzt aber dran denkt, was das für eine Plattform ist, dann kommt man recht schnell drauf, was man tun muss, weil das ist ja so eine Holzplattform und an der kann man sich ja immer wieder hochziehen. Und das ist dann letztendlich auch das, was meine Lösung war. Das heißt, da bin ich auch noch relativ schnell drauf gekommen. Das lief auch noch ganz gut. Irgendwann. Und ich habe über so viel geredet, ist so ärgerlich, dass dieser ganze Talk jetzt weg ist und ich weiß es nicht. Ja, ne? Seht ihr es? Wenn ich mich da dran ziehe, dann kann ich da praktisch rübergehen. Und so komme ich dann auch auf die Kugel. Hier geht es dann so weiter. Ich meine, es ist relativ offensichtlich. Ich habe hier einen Doppelsprung durch die Kugel zurückbekommen. Das heißt, ich springe hier ran, points mich darüber, points mich zurück und dann points es mich dahin. Und wenn ich da nicht springe, komme ich hier nicht durch. Okay? Soweit erstmal. Ich weiß nicht, wie schnell ich da jetzt hinkomme. Ich glaube, es geht noch recht fix. Deswegen habe ich wahrscheinlich gedacht, okay, bei 20 Minuten fängt der irrelevante Part an, weil der erste Teil ist ja so dieses Level kennenlernen. Da habe ich die ganze Zeit so gesagt, okay, ich bin guter Dinge, der Weltrekord ist 16 Sekunden. Das Level scheint also kurz zu sein. Bisher wirkt es machbar. Wir bleiben mal dran, habe ich gesagt. Wir bleiben mal dran. Das Level wirkt machbar. Alles okay. Das Level wirkt machbar. Ich denke, wir werden hier mit der Zeit durchkommen. Man muss immer so ein paar Stellen lernen, aber ich war durchaus motiviert, dieses Level zu spielen. Und eigentlich wollte ich danach noch ein Level von Erik spielen. Hatte ich mir so schön vorgenommen. Ja. Das hat leider nicht funktioniert. Na, schafft er es bald mal. Oh, wie oft ich da am Anfang auch wieder verreckt bin mit den Stacheln. Das ist immer so ärgerlich, wenn man die ersten Sachen nicht mehr schafft, obwohl man sie schon mal hatte. Seht ihr das? Immer wieder das Gleiche. Aber da war ich noch motiviert. Das hat mich noch überhaupt nicht geärgert, weil ich kam ja weiter. Grundsätzlich kam ich ja weiter. Auch wenn es jetzt gerade wieder... Oh mein Gott, wie oft ich da gestorben bin. Willst mich verarschen? Willst mich komplett verarschen? Hey, es darf nicht wahr sein. Wow. Aber wie gesagt, da war ich noch wirklich motiviert. War ich noch richtig motiviert. Die Demotivation kommt noch. Aber wie sie kommt. Ihr bekommt sie nur nicht mit. Ich kann es euch nur erzählen, dann, wenn wir an der Stelle sind. Auch, ne, wenn man da so schnell sein muss, ist es so schwierig, das richtig umzusetzen. Genau. Na, und wenn ich jetzt nicht dort durchspringe, dann geht es nicht weiter. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt ein bisschen... Wow. Okay, wenn ich zu viel skippe, dann macht der komische Dinge. Ja, da wollte ich dann noch durchspringen. Alter. Sieht man das auf OBS, wenn der so komisch macht? Ich denke, man sieht das auf OBS, wenn der so komisch macht. Ihr müsstet eigentlich meinen ganzen VLC-Player sehen. Das wird, ja. Auch da wieder abgeprallt bin. Das werdet ihr, die ganze Verzweiflung werdet ihr jetzt nicht mitbekommen. Aber es ist gut so, weil jetzt müsst ihr keine 1,5 Stunden Video gucken. Habt ihr das gesehen? Jetzt wäre ich fast durchgekommen. Ich gehe mal noch ganz kurz ein Ticken zurück. Jetzt sieht man sich so gut. Jetzt wäre ich hier durchgekommen und ich habe schon gesehen, hier ist so eine braune Plattform. An der muss ich ran, an die muss ich rankommen, dass es mich hier weiter bounced. So.
Das ist das Ziel. Also aktuell ist das mein Ziel. Das Ziel des spielenden Connors. Leider kommt er noch nicht durch. Wir gucken uns das ja gerade schon in höherer Geschwindigkeit an. Eieieiei. Hey, ich habe gerade so viel Zeit für die Aufnahme, ne? Und jetzt ist das alles Müll gewesen. Wie lange nehme ich denn jetzt eigentlich schon auf? Ja, ich versuche, wie gesagt, an dieses Ding ranzukommen. Wann komme ich dann in dieses Ding ran? Lass mich mal ein bisschen vorstellen. Wir müssen ja nicht genau den Moment erwischen, wo ich zum ersten Mal rankomme. Das sah gut aus. Wo war das? Da. Da bin ich rangekommen, ne? Und dann bounced es mich darüber. Und jetzt ist da blau, blau und hellblau. Für mich in diesem Moment, und jetzt wird sich Elke Maske gleich an den Kopf fassen, Eis. Hellblau, für mich Eis. Ich lande in dem Wasser. Ich lande in dem Wasser. Und ich habe bestimmt von hier ab, 26 Minuten, bestimmt eine halbe Stunde lang versucht, hier durchzukommen. Meine Gedanken waren so, okay, ich muss hier drin landen. Ich muss hier drin landen, ich muss auf die Plattform und wenn ich auf der Plattform rechtzeitig lande, komme ich mit genug Schwung noch hier durch. Dieser Gedanke ist allein schon deswegen falsch, weil diesen Moment, dass man schneller ist, den man durch die braune Plattform bekommen hat, den verliert man, wenn man hier drauf landet. Das ist dann vorbei. So. Nachdem ich aber aus dem Wasser rausgekommen bin, habe ich keinen Sprung mehr. Ich bin also jedes Mal irgendwie so gefallen, dass ich ungefähr hier irgendwo gelandet bin und konnte nicht mehr nochmal springen. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich nochmal springen könnte, dann würde das gehen. Aber aus dem Wasser raus kann ich nicht nochmal springen. Dann habe ich überlegt, was soll denn dieser Eisblock da? Was macht denn dieser Eisblock da? Oder ist das ein Metallblock? Dann habe ich auch gedacht, ja, da sind so Schrauben drin. Das ist vielleicht einfach nur umgefärbt. Also, dieser Block hat mich eine ganze Zeit lang böse beschäftigt. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Wie gesagt, gut eine halbe Stunde. Ich kann jetzt eigentlich wirklich ganz weit vorgehen. Weil jetzt fängt die Verzweiflung an, ne? Jetzt ist so dieses, okay, verdammt nochmal. Das war jetzt bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. Jetzt ist so dieses, verdammt nochmal, ich komme nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. Ich spiele das jetzt schon 15 Minuten ohne Erfolg. Oder 20, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, da war ich schon wieder nahe ne? Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich baue mir so mal grob diese Situation nach im Editor. Wir gehen jetzt mal in den Editor und schauen uns das an. Ich weiß nicht, warum er jetzt gerade, was habe ich da gerade? Nee, da habe ich... Ah, ich weiß, was ich bei dem Pausebildschirm gemacht habe. Bei dem Pausebildschirm habe ich gesagt, ich guck mal, ob der Echo Mask auf seinem Kanal vielleicht Videos von seinen Leveln hochlädt, wie die gehen. Da wollte ich gucken, weil ich habe diese Stelle da hinten nicht verstanden. Ich habe diese Stelle ums Verrecken nicht verstanden. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke jetzt mal nach und da war ich kurz auf YouTube und habe gesucht. Ergebnis war, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich erst eine Zeit lang weitergespielt. Und wie gesagt, ich kam immer wieder an dem Punkt, mal ich halt am Anfang die ganze Zeit verreckt bin, auch immer wieder, ne? Aber immer, wenn ich hier hinten war, mal gucken, ob man es jetzt sieht. Nein, da bin ich direkt gestorben. Aber immer, wenn ich da hinten am Verrecken war, dann bin ich eben in diese Stacheln gefallen und ich kam kein Stück weiter. Jetzt sieht man es perfekt. Genauso, ne? Jetzt hat man es perfekt einmal gesehen. Sehr schön, dass ich den Moment erwischt habe. Und weiter ging es nicht. So, ich hatte keine Chance. Ich kam nicht durch. Ich wusste nicht, wie es geht. Weil ich dieses Objekt hier nicht verstanden habe. Ich sag noch nicht, was das ist. Echo Mask weiß es nicht. Ja, und dann habe ich irgendwann Folgendes gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe in den Editor. Ich baue mir das jetzt nach. Ich verstehe nicht, warum. Manchmal komme ich doch aus dem Wasser raus. Und da geht es einfach alles. Da ist alles normal. Wieso ist es denn jetzt nicht so? Ich habe es nicht verstanden.
Und dann bin ich in den Editor und bin hier über Wasser gegangen. Und dann steht einmal bei Water dort Non-Refreshing und einmal daneben Water Refreshing. Und dann habe ich mir gedacht, Mist, das hellblaue Ding ist Wasser, was meinen Sprung wieder auffüllt. Und das dunkelblaue ist Wasser, was meinen Sprung nicht wieder auffüllt. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es zwei verschiedene Arten von Wasser gibt. Einmal Wasser, aus dem man rausspringen kann, was den Sprung nicht wieder auffüllt. Und einmal Wasser, aus dem man rausspringen kann, was den Sprung wieder auffüllt. Das wusste ich aber nicht. Ne? Und dann habe ich hier jetzt ein bisschen eben rumgebaut und ein bisschen ausprobiert und bin eben drauf gekommen, okay, wenn ich aus dem Wasser wieder rausspringe, habe ich einen Sprung mehr. Wenn ich aus dem blauen Wasser rausspringe, habe ich eben keinen Sprung mehr. So. Das ist das eine. Also zurück ins Level. Zurück ins Level. Jetzt muss man natürlich erstmal wieder nach hinten kommen. Ne? Jetzt muss man erstmal wieder bis da hinten hinschaffen und ihr seht, wie viele Versuche ich schon wieder gebraucht habe, bis ich mal dort war. Da bin ich jetzt scheinbar, komme ich jetzt scheinbar hin. Jetzt lasse ich auch die Geschwindigkeit so. Ich glaube, dann ist es nicht so. Na, und jetzt springe ich darüber und dann habe ich nämlich noch einen Sprung. Seht ihr? Und dann habe ich nämlich noch einen Sprung übrig. Und das ist das Entscheidende. Diesen Sprung, den man zusätzlich noch hat, der hilft dann dafür, dass man nach hinten kommt. Ja? Ich zeig's nochmal kurz. Und wenn man jetzt halt noch schnell genug sein würde, dann würde man auch auf die Plattform wieder draufkommen. Und das kostet mich jetzt nochmal. Wir sind hier bei 57 Minuten. Das Video geht bis 1:35. Das kostet mich jetzt nochmal ganz viel Zeit, das hinzubekommen, ne? Und irgendwann... Irgendwann... Hat man es da kurz gesehen? Ja, dann naja, noch nicht so ganz. So, ich skippe mal ein bisschen durch. Ja. Und irgendwann, okay, das mit den Fragmenten, die man davon gesehen hat, das war wegen der Geschwindigkeit. Wenn ich da normal durchskippe, passiert das scheinbar nicht, okay. So, und irgendwann schafft man es dann tatsächlich auf diese Plattform zu kommen, aber ist noch nicht schnell genug. Man springt zu bald wieder ab. Wenn man zu bald abspringt, hat man nicht die Geschwindigkeit, um da durchzukommen. Und die Plattform ist weg. Und jetzt schauen wir uns mal die Endsequenz an, weil hier ist nämlich schon das Ziel. Hier sind Pfeile, die schleudern mich hoch. Hier sind Pfeile, die zeigen nach rechts und bedeuten ja Geschwindigkeit. Und als ich das gesehen habe, war ich auch so... Hä? Wie geht das denn jetzt überhaupt? Wie komme ich denn da jetzt durch? Ich verstehe nicht, wie ich da durchkommen soll. Weil das zeigt ja nach rechts. Ich habe ja keine Chance, von hier irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen, um mich da durchzudrücken. Spoiler. Ich habe auch diese Plattformen noch nicht richtig verstanden. So, also, jetzt sind wir bei 1:13. 1:13. Ich probiere es wieder ganz lange rum. Es hat halt immer wieder ewig gedauert, alleine da nach hinten zu kommen. Ne? Und da war die Verzweiflung schon richtig groß. Einerseits die Verzweiflung, andererseits aber auch dieses, du spielst jetzt schon über eine Stunde dieses Level. Wenn du jetzt wieder abbrichst, dann hast du ja komplett umsonst gespielt. Dann hast du ja gar nichts erreicht. Aber auch jetzt ist es schon an einem Punkt, wo sozusagen das Video schon 1:35 ist. So, ich hatte schon wieder überhaupt keinen Bock mehr. Ja, da, ne, ich sterbe halt die ganze Zeit. Also wir können jetzt auch die letzten 10 Minuten einfach laufen lassen, theoretisch. Das wäre ja viel kürzer als alles davor. Aber dass ihr so ein bisschen, dass ihr mal nochmal so ein bisschen das Level seht, in der normalen Geschwindigkeit, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo ich da die ganze Zeit durch musste, ne, ich habe das jetzt über eine Stunde gespielt. Na, so läuft das normalerweise dann ab. Gucken wir mal ein bisschen zu. Gucken wir einfach mal ein bisschen zu, die Musik ist auch gerade ganz entspannend, ne? Einfach mal ein bisschen dem Conny zu, wie er sich hier zum Affen macht. Und auch hier diese Kugel. Ihr denkt jetzt, wieso trifft er denn die Kugel nicht?
wenn ich anhalte, um die Kugel exakt zu treffen, dann ist die Plattform zu weit vorne. Na, ich muss ja exakt der Plattform hinterherkommen. Das heißt, ich muss wirklich so springen, dass ich ohne anzuhalten, ohne die Rechtstaste loszulassen, auf der Kugel drauf lande. Und deswegen springe ich manchmal über die Kugel drüber. Falls ihr euch da wundern solltet. Es ist wirklich... Der Anfang von dem Level war so motivierend und dann... Boah... Dadurch, dass ich halt dieses helle Wasser nicht verstanden habe. Das hat mich schon richtig viel Zeit gekostet. Das hat mich brutal viel Zeit gekostet. Naja, na, schafft das jetzt mal? Wir müssen eigentlich bald an den Punkt kommen, wo ich es mal geschafft habe, weil dann kam noch was anderes dazu. Ja, jetzt, komm, Junge. Jawohl, jawohl. Da war ich so happy. Aber dann stand ich hier. Weil ich halt, ne, das zieht mich hier hoch, aber ich hatte Angst. Ich wusste nicht, wie komme ich denn jetzt da durch? Das drückt mich doch nach rechts. Das sorgt dafür, dass ich schneller werde und drückt mich nach rechts. Nein, jetzt stand ich hier. Jetzt habe ich ein bisschen rumprobiert. Habe versucht, hier nochmal runterzukommen, um dann da drin zu landen und so weiter. Na, ihr könnt euch angucken, was daraus geworden ist. Und jetzt habe ich hier geguckt, ob ich irgendwie was auslösen kann und völlig verzweifelt. Ich wusste nicht, wie ich da jetzt... Dann habe ich so probiert, nochmal da reinzukommen, aber es hat auch nicht funktioniert. Jetzt stand ich da. Wusste nicht, wohin mit meinem Leben. Oh Gott, ey. Tut so weh, das jetzt nochmal zu... Da jetzt nochmal zuzuschauen, ne? Wie nah ich schon am Ziel in dem Moment war. Ja, und dann bin ich da verreckt. So. Jetzt war es mir wieder zu blöd. Jetzt habe ich gesagt, okay, nein, ich muss die Situation nochmal nachbauen. Ich muss gucken, wie kann es denn sein, dass man durch diese Pfeile durchkommt, wenn die nach rechts zeigen. Ja, und es stellt sich raus. Da habe ich es aufgebaut. Die Musik passt perfekt dazu. Wow. Ja, und es stellt sich raus, ob die nach rechts zeigen oder nach links zeigen. Völlig egal. Du bekommst, egal von welcher Seite, bekommst du einen Schub. Ich konnte es nicht glauben, ich musste es mehrmals ausprobieren. Ich dachte halt, wenn die nach rechts zeigen, dann ist das gleichzeitig so ein Drücken nach rechts und nicht nur Geschwindigkeit plus. Aber es ist einfach Geschwindigkeit plus, die zeigen einfach noch überall. Alles, was diese grünen Dinger machen, ist, die machen mich schneller, egal wohin die zeigen. Die Richtung des Pfeils ist völlig unerheblich. Ne? Ich bin hier drin einfach schneller, das ist alles. Und damit ist klar, wie das Ende funktioniert. Ich muss von unten hoch und ich muss durch. Aber wir sind jetzt halt bei 1,30. Ne? Wir sind jetzt bei 1,30. Ich habe jetzt schon 1 Stunde 30 aufgenommen. Und ich habe jetzt zwar verstanden, wie es geht. Aber ich bin komplett verzweifelt. Ja, jetzt bin ich nochmal ins Level reingegangen und sage, okay, ich weiß jetzt, wie das Level funktioniert. Aber ich muss es halt noch schaffen. Und wir sind bei 1 Stunde 30. Das ist... Ich wollte nicht mehr. Ich sage, nein, Leute, das wird zu lang. Ich muss abbrechen. Das guckt sich keiner an. So, was soll ich tun? Und ja, ich denke, den Rest können wir uns jetzt einfach noch genehmigen, würde ich sagen. Den Rest genehmigen wir uns einfach noch. Und gucken ein bisschen dem Kollegen hier zu, wie er dieses Level versucht. Denn jetzt wusste ich zwar, wie es geht, aber trotzdem muss man halt immer noch es auch schaffen, schnell genug nach hinten kommen. Und ihr seht schon, wie knapp das ist. Wie knapp das ist, diese Plattform nochmal zu erwischen, ne? Ihr seht, wie knapp das ist. Aber ja.
hat mich so aggressiv gemacht, am Anfang immer zu sterben, immer so bei solchen Stellen, immer wieder. Ich spiele das jetzt seit 1,5 Stunden. Vorhin 7-8 Minuten das andere schöne Level, ne? Aber danach spielen wir ja schon dieses Level. Was anfangs wirklich war ich noch super motiviert. Aber hier war ich jetzt so, wenn ich aufhöre, ist scheiße. Aber auch, dass das Video jetzt schon so lange ist, ist scheiße. Gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich sogar ohne Ton aufnehme. Ihr glaubt gar nicht, wie... Also, ich war, ne? Nachdem ich hier die Aufnahme beendet habe und es jetzt gestartet habe und hochladen wollte, ich denke mir so, wieso ist da kein Ton? Aber ich habe den Ton ausgemacht und dann gucke ich so in OBS rein und bei OBS steht einfach bei Audio Standard. Standard heißt halt, es nimmt nicht mein Headset auf. Ja, danke. Danke für nichts, OBS. Ja, aber ungefähr hier habe ich dann, glaube ich, angefangen, so von wegen, ja, Leute, ich mache jetzt noch so 5 Versuche und dann hören wir auf. So, weil mir reicht es, es funktioniert nicht. Ich mache hier noch 5 Versuche und dann hören wir auf. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Weiß nicht, ob ich es dann wirklich mit 5 Versuchen gemacht habe oder so, bin mir nicht mehr sicher. Könnt ihr mal gucken. Können wir sagen, jetzt werden es noch 5 Versuche? 1, 2, 3. Habe ich mich dran gehalten oder nicht? Hier. Ich habe mich nicht dran gehalten, okay. Ich habe dann doch noch weiter gespielt. Ach Mensch, ey. Dieser verdammte Ehrgeiz, ne? Wenn du so ein Level, wenn du so ein Level hast, zum Beispiel bei 6, 7. Wenn du so ein Level hast, 8. Es ist halt. Ne? Du willst halt dann nicht aufgeben. Du willst halt nicht aufgeben, weil theoretisch hat man das Level jetzt ja abgeschlossen. Man weiß jetzt ja, wie es funktioniert, man kriegt es halt nur nicht mehr umgesetzt. Das ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Wir haben zwar zwei neue Sachen gelernt. Wir wissen jetzt, wie diese Speed-Plattformen funktionieren und wir wissen jetzt, wie dieses Wasser funktioniert, das helle Wasser. So, das habe ich jetzt gelernt, ne? Aber es ist halt... Es ist halt viel zu schwierig, das am Stück alles zu schaffen, um da nach hinten zu kommen. Wie oft ich dann noch gestorben bin, nachdem ich gesagt habe, nur noch 5 Versuche. Ich merke es gerade selber. Das ist ja total bescheuert. Ich habe mich halt überhaupt nicht mehr dran gehalten. Weil ich es halt schaffen wollte. Weil ich es halt schaffen wollte. Weil ich halt viel zu stur war. Aber das schauen wir uns noch bis zum Ende an. Ihr seht ja selber, dass das Video gleich zu Ende ist. Weil ich es dann geschafft habe. Gott, war ich erleichtert. Gott, war ich erleichtert. Und dann starte ich die Videodatei. Und es ist einfach kein Ton. Es ist einfach nichts da. Wie lange habe ich jetzt gebraucht zum Zusammenfassen? Eine halbe Stunde. Stabil. So. Wenn das jetzt auch wieder ohne Ton ist, dann... Weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Aber ich sehe, es schlägt aus. Also jetzt muss Ton da gewesen sein. Sowohl dieser Ton, als auch der Ton von der Musik im Hintergrund. Ach ja. Das war das. War jetzt mal eine ganz andere Art und Weise dieses Videos, ne? Dieses Formats. Aber ich wollte jetzt nicht 1,5 Stunden wegschmeißen. Jetzt habe ich halt nochmal eine Scheißhalbstunde. Um das zusammenzufassen. Fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem auf irgendeine Art und Weise unterhalten. Nicht so, wenn ich real spiele, ne? Aber alleine schon, weil ich es geschafft habe, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Keine Ahnung. Der beste Content Creator. Nee, Quatsch, bester war es gar nicht. Wie hat er es geschrieben? Wie hat er es geschrieben? Incredible German. Ja.
Unglaublich bin es tatsächlich. Unglaublich ist es tatsächlich, was ich treibe, aber nicht im positiven Sinne. Trotzdem danke, Echo. Ne? Aber ja. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.